Jean-Claude Juncker ist Kandidat der Europäischen Volkspartei, ja. Aber er wirbt heute um die Zustimmung des gesamten Europäischen Parlaments. Wir wissen, dass das Prinzip der Demokratie der Kompromiss ist. Auch die Ideen der anderen konstruktiven Kräfte im Europäischen Parlament müssen gehört werden. Jean-Claude Juncker ist gewählt worden auf seinem EVP-Programm, aber Jean-Claude Juncker steht für Konsens in diesem Europäischen Parlament und dabei hat er auch die Unterstützung seiner Fraktion der EVP. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns an die Arbeit gehen. Zum Auftakt heute Jean-Claude Juncker ein starkes Mandat mit auf den Weg geben, damit er seiner Aufgabe gerecht werden kann. Ich will gemeinsam mit ihm, wir als EVP wollen gemeinsam mit ihm, dass wir die Probleme, die Sorgen der Menschen in Europa kleiner machen, dass wir Europa, dass Europa seinen Job erledigt und schlicht und einfach liefert. Und ich will, dass wir jenseits des pragmatischen Alltages wieder Ideen haben dürfen, so wie die Gründergeneration das gemacht hat. Ideen, eine Zukunftsvision von einem geeinten Europa in Vielfalt, stolz auf seine Herkunft, stolz auf seine Nation, aber auch dankbar Europäer sein zu dürfen. È più importante l'ordine dei conti pubblici o l'ordine della società, l'ordine delle nostre vite. La grande lezione di questa crisi è che le regole, lo ha detto lei nella sua relazione, tutte le regole, anche le regole di bilancio, devono essere al servizio della vita dei nostri cittadini. Sulla flessibilità saremo intransigenti. Noi pensiamo che quei paesi che promuovono ambiziose riforme, che investono in sapere e conoscenza, non debbano essere strozzati da regole di bilancio ragionieristiche. Noi vogliamo che le regole siano rispettate, sia chiaro, ma che siano al servizio della crescita. Noi, da posizioni e storie diverse, le tendiamo la mano, le diamo fiducia. Spetta ora a lei non tradire questa fiducia nei prossimi 5 anni. Noi la controlleremo attentamente. Buona fortuna, Presidente Juncker. And Mr. Juncker, we wish you well. But members of my political group will not be able to vote for you today for 2 reasons. Firstly, we do not subscribe to the process that brought you here. We do not believe that you have an EU-wide mandate that stretches across all 28 member states. And secondly, members of my group are not yet convinced that you are the right man to lead the charge for European reform. I hope that over the next few years, you will prove us wrong. Please, don't do like your predecessor. Use your right of initiative. Don't start to phone to Berlin, to Paris, and then to London and to Rome before putting a legislative package on the table of the Council and the Parliament. Do it because your Commission is ready to do it and has the courage to do it, and not because there is a decision of the European Council. And listen not only to the European Council. From time to time, for me, every day, listen to the European Parliament too, because we are equal as an institution. Wir brauchen ein Europa, das alle Staaten mit einschließt. Wir brauchen keine neuen Trennungen. Herr Juncker, wir werden Sie als Fraktion nicht wählen. Sie werden unsere Stimme heute nicht bekommen. Aber wir werden das, was Sie tun, täglich messen. Und dort, wo Sie für verbesserte Lebensverhältnisse der Menschen eintreten, Frau Zimmer, werden bitte wir kommen Sie jetzt zum Ende. Pour beaucoup d'entre nous, le mécanisme qui vous a amené devant nous aujourd'hui est clairement un pas modeste mais réel en vue d'une Europe plus démocratique. Mais c'est vrai qu'une autre partie de notre groupe importante n'a pas confiance, se pose des questions en voyant qui vous soutient aujourd'hui et se demande si vous serez capable de donner chair aux changements radicaux dont l'Europe a besoin. I mean, you've said before that when it becomes serious, you have to lie. So in many ways, I suppose you are the perfect candidate for a lot of people in this House. And I've no doubt that you will get the nomination. But we are being asked to vote for the ultimate Brussels insider, somebody who was always operated with dark backroom deals and stitch-ups. And I have to say that our group overwhelmingly will vote no. We don't want business as usual. We want real change.